So. Entschuldigung, aber Familie Frosch ist wirklich happy dabei zu sein. Bring Ukotos Gesichtsschutz zu Bertran, wenn du Giefen gefunden hast. Okay, dann müssen wir die noch suchen, ne? Die sind doch aber schon zerschnürt. What? Was war denn das? Sie hat jemand schon mal dafür gesorgt, dass wir hier nicht so viel mit den Spinnen zu tun haben. Ah, da ist Giefen. Oder Geffen. Trotzdem eben mal schauen, ob es hier irgendwo was gibt. Ist ja logisch. Da. Ja, hier gibt es so wenig. Überreste. Ja, geil. Hier gibt es so wenig, da lohnt sich wirklich, alles wirklich mal zu durchsuchen. Wenn das nicht so nervig wäre, immer... Ach, guck mal, da hinten auch. Gegen all die Urnen und Vasen zu springen, dann... Oh, fuck. Okay, sehr schön. Ich bin voll durch die Rotze gelaufen hier. Hier ist auch noch so ein Viech. Yes. Scheiß, den wir hier so machen. Hier ist eine Leiter zum Hochklettern. Da ist noch so ein Spinnchen. Ich will nicht da in das Wasser. Oh, Wanderbekleidung. Bequem und strapazierfähige Kleidung, wie geil. Lumpen des Überlebenden und Wanderkleidung hat 45, perfekt. So, jetzt können wir zu Giefen und dann denke ich mal, dass wir hier bestimmt hochklettern können irgendwie. Was ist mit ihm? Ist er vor, hat er ein Brett vorm Kopf? Naja, ist steinig, ne? Ein harter, steiniger Weg, den er da gehen muss. Ubi! So, auf zu Giefen. Doch. You have slain an Elder Dark. That is surprising. You have earned the right to see the mother of the birthing waters, if you wish. Ja, wollen wir. Also müssen wir eigentlich auch wollen, weil wir sollen. Also machen wir mal. Geffen, this traveler has come to seek your wisdom. Its end. To prevent this doom, you must seek out the heart of Lathyrus. The heart was crafted long ago, when listener and human were united in hope. It captured and focused the light of the Ashen, and allowed them to commune with it. When the Ashen died, human and listener blamed each other. War raged as darkness fell. Okay. Matriarch Amiren sundered the heart and took the listener half to protect her people. To help you in your quest, I give to you this echo. Amara was once seer of Lathyrus. Okay. Amara hat sich deiner Stadt angeschlossen. Okay. Cool.
kehre zu Vataran zurück. Okay, machen wir das. Hier, Jockel, Alter, altes Haus. Komm, lass uns zu Vataran zurück. Ich habe da so eine Idee. Ich glaube, wir sollten mal zu Vataran zurück. Dann tun wir das. Ah, wie cool. Ah, ihr Lieben, bisher gefällt mir Aschen verdammt gut. Ups. Oh, jetzt nicht mehr. Also es ist schon jetzt nicht mehr so schwer, wie es am Anfang war. Und der erste, in Anführungszeichen, Bossfight, der war ja auch interessant, oder? Ich finde schon. Pass auf, wir nehmen für das Ding hier, aber wenn ich was Doppeltes nehme, egal. Pass auf, wir machen das so. Zap, und dann werden wir voll in den Schlag geknatzt hier, der Sack. Okay, haben wir. Wir haben nochmal Überreste. Ja, wie geil. Wir sollten eventuell mal... Ah, haben wir nicht. Ja, komm. Dann nehmen wir das. Ne? Und wieder die Lampe. Lampe. Lampe und die Schaufel. Ich denke schon, dass uns hier noch ein paar Spinnen begegnen werden, aber... Naja. Läuft. Ich würde sagen, wir müssen hier lang, Jockel. Bäm, ruheloser Hügel. So, Bartrand ist wieder, wo ist er denn hin? Der hat sich da hinten zu der jungen Dame verknuselt. Das ist auch ganz gut so. Was haben wir da? Achso, ein Viech. Schade. Naja, gut. Was haben wir hier? Okay. Dann müssen wir also wieder zu Bartrand. Ups. Aha. Ich kümmere mich erstmal um die hier. Hui. Meine Ausdauer. So. Haben wir ihn, ne? Wir müssen mal schauen, wie wir zu Bartrand kommen. Entweder hier drüber. Können wir hier klettern? Oder wir müssen ganz hinten rum? Ja, ich glaube schon, wir müssen ganz hinten rum irgendwie. Oh. Wisst ihr, weil da ja eigentlich dann schnell laufen ist auf ne? Schultertaste manchmal. Oder meistens oder sehr häufig. Ui. Hier ist aber gut was los. 2 Speerwerfer, 3 Speerwerfer? Nee, doch nicht. Komm. Übel. Na komm. Nicht? Na dann. Oh, der hat aber jetzt ganz gut gemeint mit mir. Heidenei. Gut, die haben wir weggewratzt hier. What? Aha. Ich hoffe, ihr habt den Nieser gemutet. what haben wir denn da? Machen wir natürlich. Geil, was für ein fetter Knüppel. Also jetzt nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich stehe nicht auf so Riesenwaffen wie zum Beispiel hier, das Ding hier. Hm? Oder die Axt oder so. Ich finde solche überdimensionierten Waffen einfach ein bisschen... Wie soll ich sagen? Bescheuert? Also ich bin keiner von diesen Monster-Hunter-Menschen. Aber ich finde schon cool, wenn wir da so einen Knüppel in der Hand haben hier. Der zeigt ja auch schon, dass wir da ein bisschen mit auf die Kacke hauen können, ne? Ja, cool. Haben wir endlich wieder so eine Schote. Ah, die ist auch ausgerüstet. Sehr schön. Oh. Ja, Mist. Wir müssen echt unten rum, ne? Ich meine, das könnte mit einem Sprung zu schaffen sein. Wir probieren das mal. Ja, sauber.
Cool. Kleine Menge Skuria. Die können wir natürlich umsetzen direkt in bare Münze. Machen wir aber erst, wenn wir es brauchen, würde ich sagen. Denn wir sind jetzt sowieso in unserem Heimatgebiet. Hier steht unser Begleiter. A fishing village, once huddled among the great buildings along the shore. Ja, ja, Kalas Geist ist vielleicht dort. Gut, hier können wir, glaube ich, nochmal was auffüllen. Ja, will ich das? Bin mir nicht sicher. Dummerweise können wir ja hier nichts bauen. Hm. Gibt auch keine verschiedenen Stellen oder so? Okay. Dann müssen wir zum Bartrand und den Damen zurück. Da ist Chefe und die junge Dame steht hier unten. Sehr gut. Ach, guck mal. Baut sich hier etwa was auf? Wie geil. Through studying Bataran, I have learned to spot the light's telltale marks. A blemish here, a twitch of the eye there. Early signs not to be ignored. Now hand me those Einar heads so I can take a good look at them. Ja, gerne. Eyes and ears will tell me much. Brains too, once I crack open these skulls. Ja, gib ihr den Einarkopf. See these raised blemishes on the ears and nose? Signs of sickness, for sure. Okay, die sind also krank. These Einar seem no more resistant than you or I. Ach ja, stimmt, sie sucht ja. We must look elsewhere. Sie sucht a good ja hunter nach, needs a good spear, Heilmittel. And my spears are better than most. Ah. Come see my workbench. Ja. There might be a spear with your name on it. Ja, das sehe ich auch so. Da ist 100 Pro ein Speer mit meinem Namen drauf. Geil. Jetzt haben wir auch eine Workbench. Balance? Strength and the ability to punch through the toughest hide. Those are the qualities of a fine spear. Drop by my workbench and I'll show you. Gut, Mama, zeigt uns das jemand. Knochenspeer können wir herstellen. Kostet nur 200. 9 Stück oder wie? Ich glaube eher, das ist die Tastaturbelegung 9. Ja komm, das leisten wir uns direkt nochmal. Na, es sind 18. 18 von diesen geilen Speeren. Wahnsinn. Mehr können wir jetzt im Moment nicht herstellen, aber das macht ja nichts, oder? Warte mal. Schalttafel. Ach so, okay. Geil. Richtig geil, was wir für einen coolen Knochenspeer haben. So, was ist denn hier? Die baut sich hier gerade ihr Hütchen, ne? Cool. Ja, Speerspitze. Bam. Ups. So, dann machen wir zu Scheffel. Hier wird auch wieder was Neues gebaut. Da oben liegt was. You claimed a reward from your battle in the annex. However, I sense a great darkness within it. May I see it? Naja, ich meine, wir könnten den anscheinend auch behalten. Eventuell, wenn wir das mal livestreamen, machen wir das mal anders, dann behalten wir den ganzen Schnuckel und gucken, ob das denn überhaupt weitergeht. Aber wir geben ihm jetzt natürlich Ukoto den Gesichtsschutz. Also, ich meine, wir geben ihm jetzt, meine Güte, unser Bartaran geben wir jetzt endlich Ukotos Gesichtsschutz. Three Elder Dark once stalked these benighted lands. Now there are but two. I'm sure that Amara will make good use of Okoto's corrupted face. As you can see, I have created an anvil upon which to forge the ash. Bring your weapons to the anvil so that I may reforge them and make them stronger. Was? Wir haben jetzt hier so einen geilen Amboss. Bring deine Waffen zum Amboss, damit ich sie nachbessern und stärken kann. Bam! Dieses Balance, wo ist das freigeschaltet? Da müssen wir gleich mal schauen. Spießknüppel? Den könnten wir reparieren. Wow, der macht dann 66 Schaden und 88 bei dem Schocker oder wie auch immer. Keine Ahnung.
Ah, und dann könnte man geschmiedeten, aber da brauchen wir richtig Kohle für. Ja, wir haben noch 3 Säcke. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. 58, 87, 87 oder die Bärte. Nee, die bärtige Keule ist ja eine Einhandwaffe. Das wäre dann, wenn die. Boah, hier die Barbarenaxt. Können wir uns leisten. Geil. Dann sind die beiden Dinge, die wir ausgerüstet haben, dabei. Wisst ihr, was ich meine? Die beiden Dinge, die wir ausgerüstet haben, sind repariert und voll einsatzfähig. Das heißt, wir machen jetzt hier 66 Schaden, also eben nebenbei. Und hier machen wir 105 Schaden. Also ist schon, wie sagt man so schön, ein riesen Upgrade. So, lass mal eben gucken. Wir haben ja noch so ein komisches Schild bekommen. Aha. Das neue Schild wäre also besser. Der erbärmliche Schild ist besser als der hier. Okay. Ich würde das gern verkaufen oder so. In größeren Mengen getragen, was Skoria, der Tod vieler Reisender. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sprich mit Amara. Müssten wir gleich machen, aber da oben habe ich gerade gesehen. Geil, wir können sogar richtig klettern. Da lag noch ein Skelett. Ein Skelett lag da noch. Das müssen wir uns natürlich holen. Schon wieder. Wir können damit immer schnell nach Hause reisen. Das ist so cool. Das ist mehr als ein Riesen-Upgrade. Das ist der Hammer. Okay, wir sollen mit Amara sprechen. Bartram will also... Also diese dunkle Präsenz war Ukoto. Du hast gut daran getan, einen Ältesten der Dunkelheit zu fällen. Doch Ukotos Gesichtsschutz verstehe ich nicht. Bring ihn zu Amara. Ah. Okay, machen wir. Wir sind gerne bei Amara. Die macht uns super coole Knochenspeere. War das die überhaupt? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wer hier was ist. Doch Schäfe weiß ich. Und Jockel. Ach, guck mal da. Aber so was wie ein Medizinplatz. As the light washes the ugliness from our world. The desperate shadows grow more dangerous. Okoto was one such shadow. His faceplate remains drenched in dark power. You cannot fight the shadows without my help. Only I can draw the light from your scoria. Here, take this talisman to my weaving table, and I will show you how it is done. Okay. Also nur sie kann die Dunkelheit irgendwie ableiten und sie braucht anscheinend Skoria dafür. Und wir sollen hier an den Table gehen, also an ihren Tisch. Und hier nimmt diesen Talisman mit an den Webtisch. Und ich werde dir zeigen, wie es gemacht wird. Neue Reise aktiv, Kraft freischalten. Herstellen freigeschaltet. Ich verstehe es nicht, ne? Aber das, da werde ich noch hinterkommen. Das sind die Talismane, die wir da... Alter Falter, wie krass, pass auf. Maximal Schadensresistenz plus 10. Und irgendwas mit der Zeit plus 5. Deine Schadensresistenz nimmt mit der Zeit zu, während du einen Begleiter in der Nähe hast. Balance, der Schocker. Du bekommst einen Schockerbonus, wenn du eine Laterne schwingst. Okay. Schlechtere Verfassung. Ausdauer plus 2. Deine Ausdauer wird leicht erhöht. Zweiter Wind. Ausdauerkosten für Rennen. Minus 50%. Rennen kostet dich etwas weniger Ausdauer. Kleiner Vigor. Ja, pass auf. Also, ich würde gerne den hier schon mal nehmen. Bam. Loadout heißt, wenn wir die wieder runternehmen, kostet uns das 1000 Kröten. Ja, und Freundschaft. Ach. Müssen wir also eigentlich erst ins Inventar? Nee. Für
gestiegen. Na, siehste. Freundschaft. Sehr schön. Wir könnten noch zwei aus Rüsten tun, aber im Moment noch nicht. Wir sparen noch ein bisschen. So. By the light, you absolutely stink. Which is rather good news for me. You carry the glue I need to repair the damage. My lyre allows me to weave light and sound. Aha. To feel the very edges of the world. Wir müssen also dafür sorgen. As I repair the damage that Akoto did to it, I can begin searching for the heart. Wir müssen also Sachen suchen, damit wir ihre Leier wieder reparieren können. Light, that glue wir haben sogar ein bisschen was. Dark. Ja klar, mach. How can you bear such a stink? I suppose it depends on what you're accustomed to. Ja, komm, gib mir den Leim, auch wenn wir stinken. I should thank you. The smell will dissipate once the glue hardens. As soon as it does, I will weave light and sound to find the twin hearts. Cool. Dann such du mal nach den twin hearts. Oh, auf die Ausnahme haben wir jetzt auch noch einen drauf gekriegt. Geil. Geil, geil, geil. Karte aktuell. Keine Reise verfügbar. Arma. Meine Leier und ich sind bei der Arbeit. Weben Licht und Ton auf der Suche nach den Herzen. Ich werde dich wissen lassen, wenn ich etwas gefunden habe. So, was mit ihm? Wie ich sehe, hat Arma ihre Magie auf dem Talisman ausgeübt, den du trägst. Wenn du bereit bist, habe ich vielleicht einen Informanten gefunden, um das Herz von Lathyros zu bergen. Mal schauen. Jockel. Da müssten wir hier in dieses krasse... Ups. In dieses krasse Land da unten. Hier, Jockel. Ja. Naja, geht von der Reise, denke ich mal. So, und jetzt haben wir aber Vorsa, Reise aktualisiert. Dann hat sie eine weitere Jagdreise im Sinn. Okay. Machen wir mal. Hat sich diese junge Dame auch unserer Stadt angeschlossen? Geil. Bataran is strong, but the sickness is proving stronger. We must hurry. There's a beast that stands taller than a listener. It digs into the ash. A core. These creatures can survive and even thrive in the ash of the stormed ruins. I've watched them spit their bile into the ash before digging. That bile is our key. Also die Galle von diesem Viech irgendwie. Okay. Jage einen Korb. Okay, der ist gar nicht so weit weg. Könnten wir eigentlich direkt den Angriff nehmen, wa? Ach nee, da unten. In Einsamkeit. Auch in Einsamkeit, okay. Ja, nehmen wir. Machen wir auf jeden Fall. Vorher gehen wir nochmal kurz hier an den Tisch. Okay, hier können wir eine Knochensperre herstellen. Und wir sollten schauen, dass wir irgendwie... alten Klumpert loswerden. Ach mal, aber jetzt gleich. Könnten wir eigentlich hier hinschmeißen.